Schönen guten Tag. Der Umweltminister Altmaier hat heute Reformvorschläge unterbreitet für das Erneuerbare Energiengesetz und diese verdienen eine kritische Sichtung. Dazu ist zweierlei zu vermerken. Man muss ganz klar feststellen, dass Schwarz-Gelb den Anstieg der Strompreise zum Vorwand nimmt, um die Energiewende auszubremsen. Also die Vorschläge von Herrn Altmaier laufen im Wesentlichen darauf hinaus, dass durch Quoten das Ausbautempo bei den erneuerbaren Energien unterhalb dessen gehalten wird, was das Potenzial ist. Also ganz klar, der Ausbau der erneuerbaren Energien wird hier von Altmaier gedrosselt. Zum Zweiten muss man sagen, dass die Einführung einer Einspeiseobergrenze für erneuerbare Energien am Ende darauf hinausläuft, dass der Umbau zu erneuerbaren Energien nicht nur gedrosselt, sondern richtig ausgebremst wird. Jetzt wird ja häufig der Eindruck erweckt, dass erneuerbare Energien besonders teuer sind. Man muss aber klar sagen, dass wenn bei Atomstrom sämtliche gesellschaftliche Folgekosten mit eingepreist wären, Atomstrom deutlich teurer wäre als erneuerbare Energien. Die Bundesregierung ist bei der Energiewende auch auf dem sozialen Auge blind. Die Vorschläge sind ein beeindruckendes Dokument für die Ignoranz gegenüber dem Problem von Menschen mit niedrigen Einkommen. Also der Hauptpreistreiber beim Strom sind eben nicht die erneuerbaren Energien, sondern das sind die Profitinteressen der großen Stromkonzerne. Es ist zu beobachten, dass der Strompreis heute schon um rund 2 Cent pro Kilowattstunde niedriger sein könnte, wenn es eine funktionierende Regulierung und eine funktionierende Aufsicht, Strompreisaufsicht gäbe. Es hat eine Strompreisaufsicht der Länder gegeben, die wurde 1997 abgeschafft und seitdem sozusagen läuft das Geschäft so gut der großen Stromkonzerne. Die bisherige Strategie des neoliberalen Lagers, allein auf den Wettbewerb zwischen den Stromanbietern zu setzen und damit die Energiepreise zu senken, ist deutlich gescheitert. Das angebliche Versprechen der Liberalisierung der Strommärkte hat eben nicht zu dem gewünschten Effekt sinkende Strompreise geführt. Das hat inzwischen enorme soziale Auswirkungen. Nach Einschätzungen von Verbraucherschutzzentralen sind 600.000 bis 800.000 Stromkunden von Stromsperren betroffen. Und wenn der Strom abgeschalten ist, dann ist das ja auch wirklich ein Ausschluss von sozialem Leben. Ja, es ist ein Ausschluss, eine Abgrenzung von tatsächlich lebensnotwendigen Dingen. Auch in Sachen Energiewende gilt, wir müssen mehr Regulierung wagen, es braucht wieder eine Stromaufsicht. Um es nochmal zusammenzufassen, die Vorschläge vom Herrn Altmaier sind zum einen ein Kniefall vor den Interessen der Stromkonzerne, er ist blind auf dem sozialen Auge und er will die Energiewende hin zu erneuerbaren Energien ausbremsen. Diesen verheerenden Kurs der Bundesregierung, diesen verheerenden Kurs von Altmaier setzt die Linke Vorschläge für eine soziale Energiewende entgegen. Dazu gehören folgende 7 Punkte. Zum einen sagen wir, es muss wieder einen Energiebeirat geben. Das heißt, die Willkür der Stromversorger muss beendet werden. Es braucht endlich wieder eine verbindliche Aufsicht. Zum zweiten, wir wollen keine Industrierabatte für die Energiewende. Das heißt, gegenwärtig ist es ja so, dass die Kosten überproportional stark von den Privathaushalten getragen werden, währenddessen die Industrie, besonders immer energieintensive, davon verschont wird. Drittens wollen wir eine Entlastung der Endverbraucherinnen und Verbraucher. Das heißt, die Stromsteuer soll für private Verbraucherinnen und Verbraucher gesenkt werden. Gegenwärtig liegt sie bei 2,05 Cent pro Kilowattstunde und sie soll auf 0,5 Cent pro Kilowattstunde gesenkt werden. Und viertens macht sich die Linke stark für ein Energieboni. Das heißt, jeder Stromanbieter soll einen Sockeltarif für Strom einführen. Das heißt, es soll einen Gratissockel von 300 Kilowattstunden geben pro Haushalt, der um weitere 200 Kilowatt je Person, die in einem Haushalt lebt, ergänzt wird. Das mag jetzt auf dem ersten Moment ganz utopisch klingen, die Vorstellung eines Energiebonis, eines Gratissockel, aber es gibt Länder wie in Belgien, wo sowas bereits praktiziert wird und man damit gute Erfahrungen gemacht hat. Fünftens fordern wir ein Verbot von Stromsperren. Stromsperren müssen beendet werden. Es ist für uns nicht hinnehmbar, dass Menschen vom Strom richtig abgebunden sind.
Sechstens fordert die Linke eine Abwrackprämie für stromfressende Haushaltsgeräte. Also wenn jemand ein wirkliches energiesparendes Modell von Kühlschrank oder Waschmaschine kauft und dafür ein altes energiefressendes Gerät entsorgt wird, dann soll es dafür einen Zuschuss von 200 Euro pro Gerät geben. Und siebtens, im Bereich energetische Gebäudesanierung gilt es nicht zu kleckern, sondern zu klotzen. Das ist auch deswegen notwendig, weil 40% der Endenergie in Deutschland im Gebäudebereich verwendet werden. Also um es zusammenzufassen, statt dem Kniefall von Altmaier vor den Stromkonzernen setzt die Linke auf eine soziale Energiewende. Und wesentliche Pfeiler dieser sozialen Energiewende sind erstens Energieboni, also eine Art Gratissockel, zweitens eine Abwrackprämie für stromfressende Haushaltsgeräte und drittens ein Verbot von Stromsperren.